Typisches Aprilwetter in der Landeshauptstadt. Die Sonne kämpft gegen die Wolken. Im Moment scheint Frau Sonne diesen Kampf zu gewinnen. Ich darf Sie ganz herzlich zu diesem Innsbruck aktuell aus dem Innsbrucker Hofgarten begrüßen, die grüne Oase mitten in der Stadt. Viel Wahlgekämpft wurde während der letzten Wochen und zumindest der Kampf der Parteien um die Gemeinderatssitze, der ist zu Ende. Wir blicken noch einmal zurück auf den 15. April. Wahlen sind eine Ansammlung von Zahlen und so ist es auch bei der Innsbrucker Gemeinderatswahl. 96.861 Personen hätten am 15. April zur Wahlurne schreiten dürfen, mit einer Frauenquote bei 53,2%. Die stärkste Altersgruppierung sind im Übrigen die 20- bis 29-Jährigen. Die Stimme selbst haben nur 50.684 Bürger abgegeben. Damit ist das die niedrigste Wahlbeteiligung seit 1945. 1.273 Stimmen sind ungültig abgegeben worden. 10.804 Stimmen entfallen auf die ÖVP Innsbruck. Ein Plus von 3.754 Stimmen gegenüber 2006. Sie haben 9 Gemeinderatssitze. 10.359 Stimmen entfallen auf die Liste für Innsbruck. Gegenüber der Wahl 2006 ein Minus von 2.608 Stimmen. Das ergibt ebenfalls 9 Gemeinderatssitze. Die Innsbrucker Grünen legen um 461 auf 9.414 Stimmen zu und haben im Gemeinderat 8 Sitze. Die Sozialdemokraten verlieren 2.309 Stimmen und liegen bei 7.187 Stimmen und 6 Gemeinderatssitzen. Die Liste Rudi Federspiel kommt auf 3.909 Stimmen, ein Minus von 613, drei Mandate im Gemeinderat. Die FPÖ Innsbruck gewinnt um 1.397 Stimmen dazu und erreicht gesamt 3.813 und ist ebenfalls mit 3 Sitzen im Gemeinderat. Die Piraten schaffen beim ersten Antreten 1.884 Stimmen und sie mit einem Sitz in den Gemeinderat. Der Tiroler Seniorenbund verliert 25 Stimmen und liegt jetzt bei 1.356 und ist mit einem Sitz im Gemeinderat. Die KPÖ gewinnt zwar 237 Stimmen dazu und hält jetzt bei 685 Stimmen, für einen Sitz im Gemeinderat reicht es jedoch nicht. Die Entscheidung über das Stadtoberhaupt fällt am 29. April. Christina Pitzblörer erreichte 15.313 Stimmen und trifft auf Christoph Platzkummer mit 13.704 Stimmen. Der Frühling im Innsbrucker Hofgarten ist nicht mehr zu übersehen. Die Vögel zwitschern, die Bäume stehen in voller Blüte. Zurück zum Wahlergebnis vom 15. April. Das zeigt bereits erste Auswirkungen. Die finstere Miene von SP-Landesparteiobmann Hannes Gschwendtner hatte schon angedeutet. Nicht nur die niedrige Wahlbeteiligung, sondern auch die herben Verluste der Innsbrucker SPÖ werden Konsequenzen mit sich bringen. Die Spitzenkandidatin der SPÖ, Stadträtin Marie-Louise Bocconi-Reiter, hat bereits Dienstagvormittag schriftlich mitgeteilt, der neuen Stadtregierung in Innsbruck nicht mehr anzugehören. Aber auch bei den vermeintlichen Wahlsiegern FPÖ liegen die Nerven blank. Nur 2,7% dazugewonnen, mit einem Stimmenergebnis von 7,7% weiterhin nur sechststärkste Fraktion im Innsbrucker Gemeinderat. Der Wahlabend der Freiheitlichen verdient wohl mehr als die Bezeichnung turbulent. Und bei allen Wahlen, meine Damen und Herren, hat es auch solche Dundinger gegeben, die man nie gesehen hat in diesen 2 Monaten. Wer kritisiert, soll ausgeschlossen werden, wenn er ist parteischädigend. Du verträgst keine Kritik. Bitte denk einmal nach. Denk einmal nach. Das ist ungeheuerlich. Die Analyse Erfolg und kein Erfolg spaltet die Partei doch deutlich. Wir sind einer der wenigen Wahlgewinner des heutigen Abends. Wir haben also unser Wahlziel nicht ganz erreicht, aber wir haben 3% dazugewonnen. Wir haben ein Mandat dazugewonnen, in Wahrheit sogar ein zweites dazugewonnen. Wir haben jetzt wieder Clubstärke auch im Innsbrucker Gemeinderat. Es war sicherlich zu verdoppeln, wäre das Ziel gewesen, aber bei dieser starken Konkurrenz natürlich. Aber wir zählen zu den Wahlgewinnern. Wir gehören zu den Wahlgewinnern dieses heutigen Abends. Wir haben Stimmen dazu gewonnen und wir haben auch ein Mandat dazu gewonnen. Aber Sie haben recht, das persönliche Ziel, die Zweistelligkeit zu erreichen, ist heute noch nicht gelungen. Riesenenttäuschung, der Wähler hat so entschieden. Ich glaube, wir müssen sicher bei der FPÖ überlegen, auch in Tirol, was wir ändern müssen, weil 7,7 nicht der Anspruch von uns ist. Ein kompletter Schock. Wir hätten viel mehr machen können. Wenn man sich denkt, wie man auf Bundesebene hoch liegt, dann ist das Wahlziel ganz klar verfehlt worden. Wir wollten zweistellig werden und es ist nicht erreicht worden.
Nach meinen Einschätzungen her ist das Wahlziel komplett verfehlt worden. Es hat geheißen, die Listenerstellung ist Chefsache und die Wahlverantwortung muss auch Chefsache sein. Am Freitag soll der Parteivorstand der Freiheitlichen Partei in Tirol das Wahlergebnis, aber auch die Vorfälle am Wahlabend wieder diskutieren. Einmal mehr stehen auch Parteiausschlüsse zur Diskussion. Bürgermeisterstichwahl in Innsbruck. Abwechselnd werden die Spitzenkandidaten jetzt vor die Presse treten, um für ihr Programm und gegen die Konkurrenz zu mobilisieren. Die amtierende Bürgermeisterin hat schon am Dienstag einige Details klargestellt. In diesen zwei Wochen möchte ich die Innsbruckerinnen und Innsbrucker davon überzeugen, dass die Stadt Innsbruck und die Landeshauptstadt eine selbstständige Stadt ist und das auch bleiben sollte und dass wir keine Verlängerung des Landeshauptmannes sind, der hier in Innsbruck schon bereits seine Koalitionswünsche vorgetragen hat. Generell soll der Mitbewerber nicht unbedingt kritisiert werden. Ich möchte die Menschen davon überzeugen, warum sie sich für mich einsetzen und warum sie Christine Opitz-Blörer bei der Bürgermeisterin direkt wohl ihre Stimme geben sollen. Aber einzelne Punkte wollte die Bürgermeisterin doch klarstellen. Die Aussage, dass das Wahlkampfbudget der österreichischen Volkspartei 300.000 Euro beträgt, ist eine ganz klare Lüge. Schwarze Pläne sind in der Landeshauptstadt nicht erwünscht. Ich weiß nur, dass Günter Platt und Christoph Platzkummer hier in Innsbruck zusammen regieren wollen und dafür bin ich nicht zu haben. Kritik der ÖVP an einem angeblichen politischen Stillstand in der Stadt weist die Bürgermeisterin zurück an den Absender. Nachdem ja bekannt ist, dass seit dem letzten Wechsel, den es im Land gegeben hat, nach 2008 hier durchaus ein spürbarer Stillstand eigentlich Land auf, Land ab von den Menschen wahrgenommen wird. Ich bin dafür, dass es das in Innsbruck nicht gibt. Ich stehe dafür ein, dass wir eine Entwicklung in dieser Stadt so vorantreiben, wie es auch die letzten Jahre unter der für Innsbruck geführten Stadtregierung auch geschehen ist. Abschließend will die Bürgermeisterin noch einmal eines klarstellen. Meine Partei ist die Landeshauptstadt Innsbruck und meine Partei sind die Menschen dieser Stadt. Beide Kandidaten zur Bürgermeisterstichwahl haben auf alle Fälle einen gemeinsamen Wunsch. Eine möglichst hohe Wahlbeteiligung zur Stichwahl am Sonntag, 29. April. Neben der spannenden Frage, wer wird in Zukunft die Geschicke der Landeshauptstadt aus dem Bürgermeistersessel auslenken, gibt es auch sachpolitische Themen, zum Beispiel die Neugestaltung der Friedensbrücke. Die Friedensbrücke sorgt für Unruhe. Dahinter steht vor allem das Regionalbahnkonzept. Die ehemalige Vision für den öffentlichen Nahverkehr hat sich in den letzten Jahren zum politischen Streitprojekt entwickelt. Nicht nur schwere Kritik von Seiten des Landesrechnungshofes begleiten das Projekt. Offene Fragen wie Finanzierung, Planungsabstimmung und Sinnhaftigkeit stehen ebenfalls auf der Tagesordnung. Besonders die Friedensbrücke scheint in nächster Zeit davon betroffen zu sein. Eine vollkommen neue Gestaltung sorgt bei den Geschäften entlang der Amraser Straße 1 für große Befürchtungen betreffend der Bauzeit. Ja, für uns ist es hauptsächlich problematisch, dass es natürlich eine Baustelle ist, die über mehrere Jahre gehen wird. Sprich, es soll erst 2014 fertiggestellt werden und zwei Jahre lang dann eine Baustelle vor der Tür zu haben, heißt viel Lärm, viel Staub und für uns, weil wir ja sehr sauber arbeiten müssen, natürlich schwierig dann den Geschäftsgang so ungestört dann aufrechtzuerhalten. Vor allem natürlich auch das Verkehrschaos, was sich durch das entwickeln wird, ist enorm. Man kommt als Mieter da kaum noch zu seinem eigenen Parkplatz zu. Der Silpark ist nur noch beschränkt zufahrtsmöglich und es ist natürlich dann auch für unsere Kundschaften sehr schwierig, zu uns zu gelangen. Aber nicht nur die kleinen Geschäfte sorgen sich um Parkplätze und Zugangsmöglichkeiten der Kunden. Große Geschäfte wie das Küchenzentrum Leitgeb sehen zudem Zulieferungsprobleme. Da geht es natürlich auch um die Anlieferung, weil es ist weder die Anlieferung zu Ihrer Geschäftsseite von dem LKW noch sehr einfach, geschweige denn, wenn sie hat ihr Lager am Frachtenbahnhof und da kann man die Straßenseite nicht mehr kreuzen. Das heißt, sie muss über den Bahnhof dann irgendwo, dann keine Ahnung wo eigentlich, umdrehen, um auf die andere Straßenseite zu gelangen, zu ihrem Lager. Also es ist eigentlich eine sehr schwierige Situation. Bei einem Lokalaugenschein schildern die betroffenen Geschäftsinhaber den Innsbrucker Politikern Christoph Platzkummer, Rudi Federspiel und Christian Hager ihre Bedenken und Anliegen. Vor allem die fehlenden Informationen durch die Stadt und die IVB stören die Geschäftsanrainer. Die möglichen Auswirkungen durch die Neugestaltung der Brücke sorgen ebenfalls für große Bedenken. Die Zufahrt zum Frachtenbahnhof ist nur mehr über den Bahnhof möglich. Die Zufahrt zum Silpark sowie allen anderen Geschäften ist nur mehr von einer Seite möglich und viele weitere Punkte sprechen gegen das Projekt, setzen die Betroffenen auf gemeinsame Aktionen. Na, wir versuchen jetzt mit Unterschriftensammlungen einfach die Leute mal aufmerksam zu machen, dass die mal alle wissen, was es überhaupt handelt und was es da geht. Und wir hoffen natürlich auch, dass die Stadt uns irgendwie ein bisschen den Rücken stärkt und versucht halt irgendwie uns da zu ermöglichen, in diesen Zeiten oder in diesen zwei Jahren einfach
dass wir einfach arbeiten können. Wie sich das Projekt Regionalbahn in Zukunft wirklich gestaltet, wird sich mit dem neuen Gemeinderat in Innsbruck zeigen. Im Innsbrucker Hofgarten gibt es viele Möglichkeiten zum Entspannen, zum Beispiel bei einem Schachspiel. Zum Abschluss in Innsbruck aktuell noch ein erfreuliches Thema. Die Innsbrucker Sozialdienste sehen ihre Aufgabe nicht nur als Verpflichtung, sondern sind auch immer wieder gerne freiwillig bereit zu helfen. Seit 12 Jahren findet in Innsbruck die Aktion Godelback für bedürftige Familien statt. Als gemeinsame Aktion von Merana Catering, vom Lions Club Innsbruck Eagles und von den Innsbrucker Sozialen Diensten. In der Zwischenzeit sind allerdings auch sehr viele Privatspender dazugekommen und natürlich auch Sponsoren aus Politik und Wirtschaft. 800 Pakete werden im Rahmen der Aktion Godelback verteilt. Pakete mit zahlreichen Köstlichkeiten. Ja, wie Sie sehen, sind in diesen Paketen allerhand Köstlichkeiten drinnen. Die vom Schinken angefangen bis zu den Bäckereien, bis zu Süßigkeiten, Tee, Ostereier natürlich, alles, was der Mensch so braucht. Die Godelback-Aktion rund um Ostern wird auch von den Verantwortlichen der Stadt Innsbruck unterstützt. Um meine Unterstützung erstens den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu signalisieren, die das jedes Jahr ehrenamtlich durchführen, und zum Zweiten auch jenen Danke zu sagen, die diese Aktion unterstützen. Und mir ist es wichtig, dass den Menschen gerade zu Weihnachten und zu Ostern, das sind doch die größten Familienfeste und kirchlichen Feste, die Menschen spüren, dass wir in der Stadt uns ihrer Probleme annehmen. Wir begleiten die Osterhasen zu einer kleinen Familie, zu Santino, Kerstin und Mama Simone. Ich bin herzlich Dank an den Spender. Und ich bin froh, wenn es solche Leute gibt, die was in die Armen, die was halt nicht viel Geld haben, also was spenden. Die Kleinen freuen sich über die Geschenke. Schokolade und Osterglöckchen. Meins ist Schokolade und ein Stofftier. Die 800 Pakete waren auch heuer wieder ein Garant für viele strahlende Kinderaugen. Das war die bereits 14. Ausgabe unseres Tirol-TV-Magazins Innsbruck aktuell. Wir haben ein bisschen Ruhe genossen, mitten in der Stadt im Innsbrucker Hofgarten. Ich wünsche Ihnen für die nächsten Tage viel Sonnenschein. Möge Frau Sonne die Stichwahl gegen die Wolken gewinnen. Falls Sie mit uns in Kontakt treten wollen, wir freuen uns. Innsbruck@tiroltv.at. Bis zum nächsten Mal. Servus.